Mein Name ist Danilo Suma, ich bin 17 und ich bin Konstrukteur im zweiten Lehrjahr. Los geht's! Hauptsächlich bin ich in der Produktion tätig, also das heisst das Herstellen der Teile selber. Mir gefällt es dem Konstrukteur, dass man dort im Team arbeitet. Wir arbeiten aber auch alleine. Und wenn man Ideen hat, um ein Produkt zu verbessern, kann man das wirklich auch so einbringen, wie man es will. Und ganz am Schluss muss man halt mit den anderen Personen so schauen, dass man alles zusammenbekommt, was dem Kunden gefällt. Also ganz am Anfang steht die Idee. Nachdem wir die Idee haben, gehen wir in die Kreation, wo wir mit dem Kunden das Produkt entwickeln und auch dann konstruieren. Das ist der längste Prozess. Und danach launchen wir das Produkt und dann geht es in die Produktpflege. Das erste Mal, wenn man sein eigenes Teil in der Hand hat, hat man wirklich Freude daran. Und es gefällt auch wirklich einem, dass man sieht, was man selber daran geschaffen hat. Wenn man dann das erste Mal das Teil auch auswärts sieht, zum Beispiel jetzt eben beim Kunden auch noch in Verwendung sieht, dann hat man noch mehr Freude daran. Wenn du eine Lehre als Konstrukteur anfängst, musst du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitnehmen, musst gut in Mathematik und Physik sein. Und wenn du ganz am Anfang der Lehre ins kalte Wasser geschossen wirst, musst du nicht verzweifeln. Mit der Zeit wird sich das schon legen.